Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Was heißt weiteren? Eigentlich ja sowieso die erste. Wir spielen das Spiel Tag. Tag ist ein Spiel, wo man eine einzelne Person spielt. Ach egal, ihr könnt ja selber reingucken, denn wir werden es jetzt spielen. Auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal sagen. Es ist ziemlich lustig, ich habe schon mal reingeguckt. Es ist so eine Art, so ein bisschen so ein Denkspiel. So kann man es ungefähr beschreiben. Weil das sind jetzt wir können auch laufen. So wie man eigentlich überall sieht. Das hier ist grüne Farbe. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel reinspringen, sehen wir, wir kommen hier mit höher. Das hört man und sieht man auch links unten zum Beispiel. Jump, genau. Diese Kugeln, das sind halt so eine Art. Das ist sozusagen das Ende. Wir haben jetzt eine Kanone. Das hier ist die weiße Farbe, die wir überall hin machen können. Davon haben wir auch unendlich viel, genauso wie von allen anderen. Und die ist halt neutral. Das hier ist eine grüne. Links sieht man das auch. Das hier neutral. Das heißt zum Beispiel, wenn das jetzt grün wäre, könnten wir das hier wieder neutral machen. Aber weil wir hier hoch müssen und wir schon gesehen haben, dass grün zum Springen ist, können wir das ganz, ganz einfach hier machen. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal eine grüne Farbe hin und jetzt können wir hier einfach hochspringen. Und schon sind wir oben drauf. So. Jetzt können wir hier wieder runter. Okay, das hat jetzt nicht ganz geklappt. Denn wir müssen jetzt versuchen, hier oben rauf zu kommen. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt warten. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Farben. Die werden wir aber gleich noch alle sehen. So. Und jetzt warten wir einfach, bis das Teil hoch oben ist. Oh, okay. So. Und schon haben wir das erste Level geschafft, sozusagen. So, okay. Das ist jetzt unsere normale Flasche, die haben wir in jedem Level. Hier zum Beispiel, da oben ist das, wo wir hin müssen. Okay, hier kommen wir jetzt ohne weiteres nicht wirklich rauf, weil, naja, wir hüpfen halt die ganze Zeit und deswegen kommen wir da halt einfach nicht hin. Das heißt, hier können wir es halt ganz normal, wie schon gesagt, neutral machen. Oh, ja. Und drüber. Ja, also Rechtsklick habe ich immer noch das hier, Linksklick habe ich dann halt dieses Grüne. So. Dann machen wir es zum Beispiel so. Und hoffen, dass wir hier nicht rüberspringen. Also es ist eigentlich ziemlich lustig, auch mit den späteren Level. Die sind schon ziemlich gut. Aber naja, okay. Hier, das hier ist noch eigentlich relativ einfach. Das ist nur erstmal um die ganzen. Oh. Ja. Okay, schnell nochmal dahin. Jetzt habe ich mich gerade auf was anderes konzentriert. So. So. Ist hier schnell gemacht. Hier hin. Hier nochmal wieder das hier. Hier sehen wir jetzt auch, wir können auch damit zum Beispiel hier dieser. Oh. Dieser. Alter. Diese Wand hier hochgehen. Und machen wir die einfach eben schnell voll. Mit dem grünen Sold, was auch immer. So. Und schon sind wir drauf. Und da vorne ist schon wieder der Checkpoint oder das weitere. Und das war's auch schon. Ja. So. Hier sehen wir jetzt schon die rote Farbe. Das ist, wenn ich hier drauf gehe, sieht man links unten Speed. Das heißt, wir sind schneller. Das heißt, wenn wir hier jetzt längs gehen, dann sind wir schneller und können dadurch auch zum Beispiel weiter fliegen oder so. Das hier, jetzt haben wir hiermit auch die rote Flasche. Im Übrigen kann man auch mehrere Flaschen tragen. Also zum Beispiel die rote und die grüne. Das hier müssen wir jetzt machen. Genau, diese Dings hier, diese Kringel, was auch immer das sein soll, die sich immer von der Farbe erinnern, sind Checkpoints, wie man rechts sieht. Und hier müssen wir jetzt versuchen, längs zu kommen, ohne dass wir von dem Teil da erwischt werden, weil sonst wäre es ziemlich scheiße. So zum Beispiel, ja. Hier müssen wir jetzt auch wieder rüberkommen. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig, was hier zu tun ist. Hier haben wir jetzt auch schon die zweite Flasche. Jetzt sieht man zum Beispiel, dass wir hier, ja, genau, wir können die auch mit verschiedenen benutzen. Schon wieder ein Checkpoint, genau. Zum Beispiel hier, und wenn ich jetzt eine andere Taste drücke, also 1, 2 oder 3, habe ich jetzt zum Beispiel das hier. Das heißt, wir sind schneller und hüpfen weiter. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch hier, um hier ein bisschen schnell hinzukommen.
So, jetzt brauchen wir zum Beispiel, ja genau, dieses Grüne hier wieder. Das heißt, um da oben hochzukommen, müssen wir das hier erstmal wieder ein bisschen voll machen. Damit wir halt hochspringen können. So. Boing, boing, ja. Und schon sind wir drauf und hier ist auch schon wieder das Ende. So. Nächstes Level, wahrscheinlich mit einer anderen Farbe, so wie ich das noch weiß. Ja, genau. Das heißt, rennen können wir auch nicht. Das heißt, das hier ist die ganz normale Standardgeschwindigkeit, die wir haben. Okay, die Grüne. Ich würde sagen, hier jetzt erstmal hoch. So, hier noch ein bisschen hier. Und schon sind wir drauf, genau. Jetzt hier kurz hin. Und den Checkpoint, den haben wir gleich auch schon wieder erreicht. Genau. Jetzt dürfen wir hier das wieder mit der Wand hoch machen. Im Übrigen werden die Level am Ende so zum Ende hin, es gibt nicht ganz so viele Level, deswegen wird das eventuell hier ein bisschen kürzer, werden die Level auch lustiger und auch teilweise ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt, man muss schon manchmal so ein bisschen, oh, nein, nachdenken. Zum Beispiel wäre jetzt hierfür wieder das hier, das heißt, so. Und wir springen hier ganz alleine hoch. Jetzt sehen wir schon, wir müssen da hinten hin. Das heißt, wir können einfach hier rüber gehen. Hier, falls wir... Oh Gott. Ja. Ja, okay. Ja, das war jetzt nicht ganz so das, was gewollt war, aber naja. Alter. Oh, okay, das geht auch. Hier rüber. Alter. Gerade habe ich so ein paar Frame-Brüche. Wieder mal. Es kommt halt wegen der Aufnahme. Genau. Hier können wir zum Beispiel auch um diese Ecken, genauso wie hier, können wir durchsprühen. Das heißt, es bringt überhaupt gar nichts. Und um hier zum Beispiel hinzukommen, machen wir das hier einfach. Machen wir das mal so ein bisschen voll. So. Und springen dann hier hin. Genau. Hier haben wir jetzt wieder die rote Farbe. Das heißt, wir wollen gerne da hinten hin. So, und jetzt Vollgas. Oh Gott, okay. So, und das gleiche machen wir nochmal hier. Und haben schon den nächsten Checkpoint erreicht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich, ja, okay. Wieder mal hier links. So. So. Hier vorne, das wird jetzt ein bisschen eng, aber das reicht eigentlich schon. Schnell hier hoch. Und zum Checkpoint, okay, gut. Okay, hier müssen wir jetzt wieder hoch. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig, weil sonst muss man das Ganze nochmal machen. Okay. Ich kann auch schon mal sagen, dass diese Folge höchstwahrscheinlich heute auch wieder etwas später kommt. Oh. Das liegt daran, dass ich natürlich Schule habe und das dauert dementsprechend etwas länger. Das heißt sogar ein bisschen sehr viel später wieder. Oh, okay. Das tut mir dann natürlich leid, aber ab nächsten Wochenende... Oh, das war jetzt falsch. Oh Gott, nein. Okay. Ab dem Wochenende, das was jetzt kommt, sollte es eigentlich besser werden. Und... Hier. Es sollte, ja. Na, okay. Gut. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Problem. Da vorne ist die Farbe und wir haben halt nichts, um darüber zu kommen. Das heißt, wir müssen jetzt aufpassen. Denn sonst werden wir von den Teilen hier weggetragen. Also rennen wir mal hier kurz. Hier links, okay. Okay. Ah, da hinten ist der Checkpoint. Ja, okay. Müssen wir halt wieder warten. So, und schnell hier rüber, okay. Okay, das haben wir noch geschafft. Gut. Müssen wir da hoch? Ich glaube nicht. Okay, da. So, eben kurz. Und... Ah, cool. Okay, klappt. Ah, okay, jetzt müssen wir da hinten hin. Zu diesem grünen Teil da. Wir müssen damit hier über diesen Zug laufen. Das heißt sozusagen in die entgegengesetzte Richtung.
Die Züge wiederholen sich immer, das heißt, dieser hier ist jetzt nicht dieser da, sondern wahrscheinlich erst der nächste wird wieder der gleiche sein. Er ist jetzt halt, hier müssen wir nochmal eben kurz warten. Genau, da vorne ist er. So, und los. Stimmt. So, boah. Ja. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier hoch, über diese Mülltonne, die ziemlich groß ist. Ja, okay. Ah, da hinten ist der Checkpoint, okay. Und geschafft. Diese Platten sieht man jetzt schon in diesem Grün. Das heißt so viel wie, wenn wir da jetzt drauf kommen, wir werden automatisch weiter springen. Das heißt, wahrscheinlich, ah, okay. Ja, so. Und hier, okay. Gut. Hier sehen wir jetzt auch schon die nächste Farbe. Oh. Ach cool, mach uns. Blau uns. Das ist ja blau. Die macht folgendes. Jetzt seht ihr unten links Stick. Das heißt, wir kleben jetzt. Das heißt, wir können jetzt auch an dieser Wand hier kleben. Jetzt sieht das irgendwie von der Sicht ein bisschen komisch aus, aber wir können jetzt auch an Wänden laufen zum Beispiel. Und das ist auch die nächste Farbe, die wir wahrscheinlich kennenlernen. Ja, genau, hier. Also wir sind jetzt hier drin und würden hier normalerweise nicht mal mit Springen rauskommen. Das heißt, wir werden hier einfach das hier benutzen. Ja. Und jetzt hören wir auch so einen lustigen Sound. So, hier können wir schon wieder runter. Checkpoint, okay. Da oben müssen wir jetzt rauf. Hier vorne ist schon grüne Farbe. Hier würden wir, glaube ich, runterfallen, wenn wir das jetzt so machen. Oh nein, würden wir nicht. Okay. Dann ist ja... Oh. Okay. Gut. Das, ja. Wäre ziemlich knapp gewesen. Okay. Gut. Also auf solchen Stand können wir anscheinend auch so drauf. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Okay. Ah, okay. Gut. Das können wir auch machen, während wir an der Wand sind. Und das ist, glaube ich, die blaue ist jetzt, glaube ich, die letzte Farbe, die es gibt. Das heißt nämlich jetzt wie so ein Agent oder sowas, der hier... Oh, ich warte. Hui. Ah. Okay, an den Wänden, also so schräg können wir natürlich auch laufen. Sieht nur ein bisschen komisch aus. Aber ich mache hier lieber sowas dran, damit ich hier auch wirklich dran stecken bleibe. So. Ah, okay. Hier links. Und fertig. Gut. So, jetzt erstmal warten. Und ich glaube, ja. Oh, das sieht jetzt... Warte. Dann bleiben wir mal kurz hier. Ich würde sagen, hier so, weil um die Ecke wird wahrscheinlich ein bisschen schwer. Cool, Checkpoint. Alter. Zum nächsten Checkpoint. So. Genau. Gut. Ah. Ja. Geil. Und da ist mir gerade die Aufnahme abgeschmiert. Kann schon mal passieren. Eigentlich sollte es nicht sein, aber okay. Gut. Ich bin jetzt gerade hier runtergesprungen. Das ist mir gerade eben erst aufgefallen. Ja, gut. Ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Ich bin sowieso nur da gerade eben gewesen. Okay. So. Ach ja. Oh. Warte, bin ich echt schnell? Okay. So. Checkpoint wieder. Gut. Hier wieder ein bisschen springen. Genauso wie hier. Wahrscheinlich brauchen wir dafür jetzt... Oh ja, brauchen wir. Ja, das passiert im Übrigen, wenn man stirbt und man kommt am Checkpoint wieder raus. Also hier. Das war jetzt natürlich schon irgendwie ein bisschen scheiße. Nein, wir brauchen jetzt eine andere Farbe. So, nein, hier. So.
Nein, 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 nein. Ah, scheiße. Stimmt, das war ja, weil die grün ist, deswegen hüpfen wir da automatisch. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen mehr blau machen hier. So. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Genau. So, eben kurz. Hier so. Ich würde sagen, immer noch oben. Ja, gut. Checkpoint, genau. Wo denn jetzt? Da längs? Oh, ich weiß nicht, ob man da ganz hinkommt. Nee, das ist der Anfang. Das heißt, da vorne hin. Oh, ich hoffe, wir kommen auch ganz hin. Standbild. Einen Moment, kurz. Alter, jetzt gerade rückwärts, aber. Was soll denn das? Ja, komm. Alter. Ja, Entschuldigung. Da war gerade wohl irgendwas. Okay, komm. Dann machen wir das jetzt mal eben so. Blaue Farbe, so. Alter, das war knapp. Ja. Jetzt ruckt das schon wieder so. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht so wirklich, was du mit CPU. Alter. Das ist jetzt gerade echt etwas nervig. Jetzt mach doch mal irgendwas. Okay, gut. Ja. Frustriert einfach mal nichts, ja, schon klar. Passiert jetzt mal irgendwas? Gut. Ja. Super. Entschuldigung nochmal für die zwei Abstürze bis jetzt. Das ist leider etwas blöd gewesen, weil ich habe noch ziemlich viele Hintergrundprogramme auf. Das sollte ich eventuell das nächste Mal schließen und so. Naja. Jetzt gerade geht's hier aber echt mal gar nicht. Oha. Heißt das, ich muss jetzt hier bleiben? So, so. Okay, gut. Ach so. Moin. 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 Auch cool. Nein, ich möchte gerne das hier haben. So. Jetzt. Ah. Gut. Alter. Das war jetzt gerade echt. Bisschen schnell überlegt. Okay, hier. Dann. Oh, oh, die dreht sich. Dann würde ich sagen. So. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen schneller. Jetzt warten wir noch kurz. Oh. So, und hier hängt kurz auf. Gerade echt, wir schaffen das nicht mehr oder so. Oh. Hier die rote Farbe, um schnell hier längs zu kommen. Okay. Um schnell hier längs zu kommen. Genau. Das ist jetzt so ein bisschen kompliziert, glaube ich. Weil ehrlich gesagt stelle ich mir das nicht ganz so einfach vor. Weil das ist ein ziemlich Abstand. Egal, einfach mal versuchen. Probieren geht über Studieren. So. Ja. Schon mal erstmal
Richtig cool, lecker. Ja, nein. Oh. Im Übrigen bin ich da nicht runtergelaufen, sondern er macht das von alleine. Das ist ja. Glaube ich eher, dass es hier dran so liegt. Das heißt, wenn wir es jetzt nochmal machen. Ja, gut. Ja, manchmal muss man so ein bisschen anpassen. Oh, was ist denn hier jetzt die Sache? Ja, und jetzt? Oh. Okay, gut. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Oh, schnell hier rauf. Wohin überhaupt? Dumm. Ah, an die Wand? Ja. Genau, über Kopf geht im Übrigen auch. Hier links. Checkpoint. Und jetzt. Ach. Oh. Nein. Oh. Oh. Alter. Oh, gut. So. Alter, falsche Farbe, die hier. Und hier rein. Okay. Und dann hier. Oh. Oha. Nein. So. Ich glaube, oh lol. Nein, 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 nein. Oh. Ja, ich mach schon. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ach ja, komm. Nicht im Ernst, oder? Oh Gott. So. Schneller. Hier. Hä? Willst du mich verarschen? Alter, das verstehe ich eben nicht. Ach, ja, komm. Boah. Wir kommen jetzt aber noch mal. Hä? Warum? Alter. Ja, komm. Alter, ganz im Ernst. So. Hier noch. Jetzt aber. Oh. Und ich glaube. Ah.
ich glaube, das war's. Naja, wie schon gesagt, ist halt nicht ein ganz so langes Spiel. Ich glaube, das waren jetzt ungefähr 25 Minuten oder so. Oder 20 Minuten, weiß ich nicht. Ja. Sieht man wahrscheinlich noch die ganzen Ersteller von dem Spiel. Es ist eigentlich ziemlich gut. Oh. Vor allem auf so eine Idee zu kommen, irgendwie mal kurz was zu machen. Ja. Hm. Ah, und hier haben wir die rote. Jupp. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war's das erstmal für heute. Und dann bis morgen, würde ich sagen. Ja. Gut. Dann tschüss und bis dann.